Wie ist der Ablauf bei Documents Against Acceptance? Ehe wir uns den Ablauf anschauen, lassen mich noch mal ganz deutlich machen: Wir sind hier beim Dokumen, ist ein M hier, Dokumenten Inkasso. Ja, Documents Against Acceptance. Ich habe schon Leute erlebt, die irgendwie dieses A für Akkreditiv, dann waren sie in einem völlig anderen Film, weil sie das hier falsch eingeordnet haben. Dokumenteninkasso kennt zwei Spielarten, was die Zahlung des Importeurs angeht. Das eine ist DP, Documents Against Payment, das andere ist DA, Document Against Acceptance. Aber machen Sie bitte sich immer klar, wir sind beim Dokumenteninkasso, nicht beim Dokumentenakkreditiv. So, dies vorausgeschickt. Halten wir nun fest, es sind sieben Schritte. So, und diese sieben Schritte stelle ich Ihnen jetzt vor. Der erste Schritt ist, der Exporteur übergibt die Ware an den Reeder. Der Reeder ist der, der die Ware übers Meer transportiert zum Importeur. Dafür erhält der Exporteur vor allem das Konnoissement. Konnoissement ist das Schiffs- oder Seefrachtpapier. Der Reeder stellt ihm das Konnoissement aus, der Exporteur erhält es. Und dann kommen dazu noch weitere Dokumente. Und das Konnoissement plus weitere Dokumente, wie zum Beispiel die Rechnung, übergibt der Exporteur seiner Bank. Das ist Schritt 2. Die Bank des Exporteurs versendet nun die Dokumente an die Bank des Importeurs. Die Bank des Importeurs, da sind nämlich jetzt die Dokumente, informiert den Importeur. Und jetzt kommt Schritt 5. Der Importeur prüft die Dokumente und jetzt, da wir bei DA sind und nicht bei DP, ja, wir sind bei Document Against Acceptance, prüft die Dokumente und akzeptiert den Wechsel. Hier bei Schritt 5 ist die Variante. Bei DP hieße es jetzt, der Importeur prüft die Dokumente und gibt die Zahlung frei. Hier ist der Unterschied. Hier, weil hier Acceptance, ja, DA ist hier akzeptiert den Wechsel. Die Bank des Importeurs reicht den Wechsel weiter an die Bank des Exporteurs. Und nun hat der Exporteur den Wechsel, beziehungsweise hier im Moment noch seine Bank. Jetzt spare ich mir hier den Schritt noch eigens aufzulisten, dass die Bank des Exporteurs jetzt dem Exporteur den Wechsel übergibt, beziehungsweise der Exporteur kann sagen, Inkasso oder Diskont, ja, einmal holt mir das Geld bei Fälligkeit oder gibt mir das Geld jetzt schon, das ist eine Vorfälligkeitsverkauf des Wechsels, das ist das, was der Exporteur jetzt machen kann, das spare ich mir jetzt hier als eigenen Punkt aufzulisten, sondern Schritt 7, Importeur verschafft sich mit den Dokumenten Zugang zur Ware. Hier sehen wir den Unterschied. Bei DP hat der Importeur die Ware und der Exporteur das Geld. Bei DA hat der Importeur immer noch die Ware
und der Exporteur hat den Wechsel, den der Importeur erst zum Beispiel 90 Tage später einlösen muss. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.